Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute gibt's einen Youngster Squad Builder. Das bedeutet, wir haben sehr, sehr junge Talente in unserem Team. Wir haben 5 Nationen, wir haben 3 Ligen. Es ist ein LLW Hybrid, was knapp 30 bis 40k kostet auf der Xbox One. Aber wir wollen natürlich nicht nur das Team bauen, sondern wir wollen auch mit dem Team spielen. Heißt, nach diesem Squad Builder wird auf jeden Fall noch ein Spiel gespielt und wir hoffen natürlich, dass wir das Spiel gewinnen können. Ganz, ganz klar. Doch bevor wir in die Squad Builder gehen, möchte ich euch noch ganz kurz etwas ans Herz legen. Und zwar war ich gestern bei einem Stream live dabei, bei einem kleinen Streamer, und ich möchte einfach, dass wir versuchen, ihn zu unterstützen. Er macht auch YouTube, beziehungsweise sie machen YouTube, sind sozusagen mehrere. Und zwar Team Seehund, stehen kurz vor 500 Abonnenten. Ich packe euch mal die Links unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe natürlich, dass viele von euch einfach mal rübergehen, einfach mal ein Abo dalassen. Sie machen echt gute Videos, sie machen gute Streams. Es macht extrem Spaß, dazu zu schauen. Es ist ganz entspannt, was da so läuft. Sind ungefähr im Alter wie ich. Deswegen denke ich mal, dass sie auch ein Stück weit reifer dahingehend auch schon einfach sind und nicht zu viel rumschreien. Geben viele Tipps, muss ich sagen. Deswegen unten Team Seehund ist auf jeden Fall verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch rübergehen. Einfach mal Hashtag Supersteif in die Kommentare schreiben oder irgendwas anderes. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, ich kann es selber verstehen, dass man, wenn man klein ist, ziemlich schwierig es hat jetzt mittlerweile auf YouTube. Denn ohne Unterstützung ist es immer schwieriger, da Aufmerksamkeit zu erlangen. Deswegen schreibt es mal unten in die Kommentare. Geht mal rüber zu ihm. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dem Smaxi bzw. dem Hashtag Supersteif alle Ehre macht. Jetzt gehen wir aber rein und wir starten direkt mal mit der 4-3-3-Formation. Das ist unsere Formation, um die es heute gehen soll. Und der Torhüter, um den es geht, ist einer, der bei Southampton spielt. Und das ist Forster, wenn ich das F finden würde. Hier ist er. Zack, packen wir natürlich in unsere Mannschaft rein. Forster können wir uns mal angucken. Zack, Torhüter, 850 Münzen habe ich für ihn bezahlt. 75 Hechte, 80 Ballsicherheit, 74 Abschläge, 82 Reflexe, 77 Positioning, sieht extrem gut aus, ist 2,1 Meter groß, also ein richtiger Riese, deswegen gehen wir direkt mal weiter zu der Innenverteidigung. Der erste Innenverteidiger kommt auch von Southampton, ist ein Portugiese, hat eine 83er Gesamtbewertung und das ist José Fonte. Sieht richtig knackig aus, muss man sagen, 1,87 groß, mittelhohe Arbeitsrate, ne? Leider nur 54 Tempo, aber deswegen haben wir noch einen zweiten Innenverteidiger mit ein bisschen mehr Tempo. 1000 Münzen habe ich für ihn bezahlt, 84 Defensive, 79 Physics, sieht ganz knackig aus und ich denke mal, dass er auf jeden Fall ein solider Rückhalt ist. Jetzt gehen wir direkt weiter zum zweiten Innenverteidiger und das ist schon wieder einer, der eben in einer anderen Liga spielt. Und zwar, wer ihn noch nicht kennt, Ruben Samedo, richtig geiler Typ, 78er Gesamtstärke, spielt bei Benfica Lissabon, Sporting Lissabon, so rum war's, 1,89 groß, auch mittelhohe Arbeitsrate, ne? 94er Jahrgang, heißt sozusagen erst jünger als ich, 72 Tempo, sehr solide, 84 Physics, 77 Defensive, dazu einen 63er Dribbling, einen 51er Passwert, 750 Münze, kann man auf jeden Fall machen. Rechtsverteidiger wird dann einer aus der Bundesliga werden und viele sagen, er ist richtig, richtig stark. Ich habe ihn selber noch nie getestet. Brosinski, 75er Gesamtstärke mit 86 Tempo, 70 Defensive und 70 Physics, dazu 73 Dribbling, 69 passende, hohe Mittelarbeitsraten, 3 Sterne Spezialbewegungen, 3 Sterne schwacher Fuß, 1100 habe ich für ihn bezahlt und damit gehen wir direkt zum Linksverteidiger und auch der ist aus der Bundesliga und zwar vom FC Bayern München und das ist Juan Bernat. Auch ein ganz solider Spieler, den hatte ich ja schon öfters mal. Hoch mit der Arbeitsrate, ne? Hat richtig gute Allround-Stats. 59 Münzen habe ich für ihn bezahlt. 93er Jahrgang, passt auf jeden Fall. Des Weiteren gehen wir jetzt weiter mit dem zentralen Mittelfeld. Und der zentrale Mittelfeldspieler ist einer vom FC Schalke 04. Und zwar ist das Leon Goretzka. Ein richtig, richtig junger Typ. 95er Baujahr, ist 1,89 groß und hat richtig, richtig gute Werte für einen ZM bzw. sogar ZOM. 81 Tempo, 78 Dribbling, 75 Defensive, 74 Physik, 77 passende, 69 Schießen, ist jetzt nicht ganz so überragend, aber trotzdem, 4 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegungen, Mittel-Mittel-Arbeitsrate, sieht auf jeden Fall echt knackig aus. Weiter geht's dann mit dem zweiten zentralen Mittelfeldspieler und das ist eigentlich einer, der, hätte ich gedacht, wird dieses Jahr ein Stück weit teurer, aber William Carvalho
84er Gesamtbewertung, hat richtig gute Werte, ist auch ein 92er Jahrgang, 1700 Münzen habe ich für ihn bezahlt, mittelhohe Arbeitsraten, absolutes Biest, was das Abwehren angeht, 82 Defensive, 85 Physics dazu, leider nur 54 Tempo, aber okay, 74er Dribbling und Passwert ist auch ganz solide für einen ZM und damit gehen wir zum dritten zentralen Mittelfeldspieler und ich denke, diesen Youngster, den kennt ihr alle, ist extrem gefallen vom Preis, deswegen Renato Sanchez kommt bei uns mit in den Verein, hat hier 6700 Münzen gekostet. Hoch Arbeitsraten, schwacher Fuß, 4 Sterne, gleichzeitig Spezialbewegungen, ein absolutes Biest, überall overpowered, 97er Jahrgang, sieht richtig knackig aus. Jetzt gehen wir zur Offensive über und zur Offensive kann man sagen, dass diese aus einer kompletten reinen Liga besteht und zwar fangen wir direkt erstmal an mit Leroy Sané, unserem deutschen Flitzer aus Manchester City, auch er 96er Baujahr, 91 Tempo, 75 Schießen, 83 Dribbling, leider nur 3 Sterne Spezialbewegungen, 2200 Münzen habe ich für ihn bezahlt, sieht auf jeden Fall extrem knackig aus, Stürmer wird dann werden von natürlich, wem soll es anderes sein als von Manchester United, Marcus Rashford, 76er Gesamtbewertung, auch er ein 97er Jahrgang, auch in 90 Tempo, 79 Dribbling, 73 Erschießen, 66er Passende und 1600 Münzen habe ich für ihn bezahlt und jetzt gehen wir zum teuersten Spieler, auch er kommt von Manchester United und das ist Anthony Martial, absolutes Biest, Franzose, 16.500 Münzen habe ich für ihn bezahlt, mit Abstand der teuerste, 91 Tempo, 87 Dribbling, 76 Physik, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, 1,84 groß, Hochmittelarbeitsraten, sieht auf jeden Fall extrem knackig aus, absolut geiles Hybrid, schönes NLB, ihr könnt ja aber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Des Weiteren werde ich auf jeden Fall bald mehrere Squad-Bilder bringen, das ist ein kleines Special, was zur Anfangszeit von dem Dezember kommen wird. Lasst euch überraschen, auf jeden Fall wird es extrem heftig werden, bin ich mir relativ sicher, dass euch das gefallen wird, aber jetzt starten wir erstmal rein ins Match mit diesem Team gegen einen x-beliebigen Gegner. So meine Lieben, und wie ihr vielleicht seht, die Haare sitzen jetzt ein Stück weit anders. Das lag einfach daran, dass ich die Gegnersuche extrem schwer, ja, niedergelassen hat, kann man so sagen. Also ich habe sehr, sehr lange keinen Gegner gefunden. Deswegen musste ich dann zum Training, jetzt bin ich vom Training wieder da. Das bedeutet sozusagen, ich nehme jetzt das Spiel auf und wir haben sogar gleich einen Gegner gefunden. Mal gucken, ob er auch direkt drinnen bleibt, der RC Neudorf. Gucken wir mal, wir spielen mit unseren roten Trikots, er mit dem weißen Real Madrid Trikots und jetzt gucken wir uns mal sein Team an, ob das heftig aussieht oder eher nicht. Und das sieht richtig gut aus, muss man sagen, ne? Vor allem die Abwehr, es ist wahrscheinlich ein Skiller mit Musonda, mit Giuliano, mit Carrillo. Ja, sind das 3-5 Sterne Skiller, dazu hat er Pepe, Godin, Navas noch hinten in der Verteidigung. Also es sieht richtig gut aus, sein Team. Wir wollen das Ding natürlich gewinnen, rein geht's ins Match und hoffentlich holen wir auch das Ding. Gut gespielt. Ah, dann kommt der Pass wieder nicht an. Goretzka war's. Jetzt vielleicht. Rashford läuft. Können wir gleich nochmal prallen lassen auf Sané. Der zieht ab und wir schaffen es nicht, das Ding zu machen. Erste richtig gute Möglichkeit nach 9 Minuten für uns. Bringen wir mal die Ecke rein. Mal schauen, ob die was wird. Und es leckt einfach des Todes sehr. Können wir vielleicht nochmal nach hinten legen. Und gleich nochmal nach außen Abschluss. Das war übrigens ein Schuss. Alles klar. Rashford zeigt an, er will den Ball, kriegt er auch, können wir gleich wieder auf die Außen prallen lassen, Goretzka läuft, aber auch Rashford, Renato Sanchez, nach hinten gespielt, beziehungsweise zu Martial, okay, soll er eigentlich nach hinten gehen, gut gemacht, warten wir, jetzt können wir reinspielen, Kawai, ist das denn sein Ernst, was der für einen Schuss raushaut, oh mein Gott, wir waren durch, Riesenmöglichkeit wieder für uns. Gleich nochmal prallen lassen, sauber gemacht, Goretzka, Sané mit dem Kopf und er geht rein, 1:0, 31. Spielminute, höchst verdient hier der Führungstreffer und dass es Sané mit Kopf macht, hätte ich so jetzt nicht erwartet, aber okay, ich meine unsere Schüsse aufs Tor waren nicht immer so die besten in diesem Spiel. Gut gespielt von Rashford. Goretzka, wieder Rashford, Sanchez, das ist Carvalho, das ist... Das ist Goretzka mit links fast. Da wären wir fast durchgekommen. Das war ganz, ganz zufällig, dass wir da durchkommen. Aber okay, wir gucken mal die Statistiken an. Beide 50% Ballbesitz. Wir haben mehr Schüsse, wir haben... Ja, Passgenauigkeit ist leider der Gegner besser.
Aber okay, wir ziehen durch, wir wollen das Ding noch gewinnen, beziehungsweise wollen die Führung ausbauen auf ein 2:0. Gut aufgepasst von unserer Verteidigung. Jetzt Goretzka, jetzt die Kontermöglichkeit über Carvalho direkt auf Sané. Beide geleitet, Carvalho läuft nochmal. Sané auch nochmal, wieder Carvalho. Jetzt können wir nochmal den Pass spielen, 2:0. Und das ist ein Konter, so möchte ich ihn immer mal wieder sehen. Richtig stark gemacht, Torschütze Goretzka in einer wunderschönen Vorarbeit von Sané und von Carvalho. Wir führen mit 2:0. Und das, was ich zur Halbzeit gesagt habe, das setzen wir jetzt in die Tat um. Und übrigens handelt direkt mal der Gegner, denn er bringt Musa rein. Eiskalt, kennt er überhaupt nichts. Mal gucken, ob Musa hier was reißen wird. Gut gemacht, Renato Sanchez wird geschickt, setzt seinen Körper rein. Renato Sanchez! Fast mit dem 3:0 hier. Richtig gut gemacht eigentlich. Oh, jetzt kommt der Gegner. Über Carrillo, Carrillo... Holy shit, was war das für eine erste Sahnegrätsche von Fonte. Ganz, ganz wichtig. Und Giuliano wird geschickt, Giuliano wird geschickt. Giuliano vor dem Tor, das lässt er sich nicht entgehen. 2:1, 80. Spielminute. Der Gegner ist wieder dran. Und das richtig, richtig bitter. Weil wir hatten eigentlich den Ball und wir bringen den Fehlpass und damit geraten wir in diesen Konter rein. Aber naja, was soll's, wir machen weiter. Vielleicht machen wir noch das dritte. Oder gewinnen auch so mit 2:1. Und in der 85. Minute bekommt der Gegner wahrscheinlich keine Verbindung mehr. Rage Quit hat es sozusagen angesagt. Das bedeutet, wir gewinnen das ganze Spiel mit 2:1. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Zum Team muss ich sagen, es war schon ganz in Ordnung. Kann man auf jeden Fall machen. Wird vielleicht dann ein bisschen schwieriger, wenn die Abwehr stabiler steht beim Gegner. Aber okay, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ihr wisst genau, was zu tun ist. Hashtag Supersteif unten in die Kommentare. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und ciao.